Das wird jetzt richtig cool. Ne? Die Kristalle kennt ihr noch. Das ist, wenn man Alaunlösung ein paar Tage einfach so stehen lässt. Bei mir haben die sich dann von selbst gebildet, die Kristalle. Und eine Info, die ich vorher überhaupt nicht gewusst habe, war dann gewesen, dass man Kristalle angeblich züchten könne. Ne? Das heißt, ein bisschen von diesem Salz, was auch immer man von Salz oder Kristall dann auch züchten mag, ne, in destilliertes Wasser. Und dann einfach warten. Ja, das habe ich vor, wann habe ich mit den Kristallversuchen angefangen? 1, 2 Monaten. Auch mal gemacht. Habe dann, das war so eine Lösung gewesen aus, ich glaube, Epsom-Salz und Saignettes-Salz und was weiß ich, was ich noch alles reingemacht habe. Jedenfalls im Gegensatz zu nur Alaunlösung. Nur Alaunlösung muss man da, ich glaube, nur einen Tag stehen lassen und schon hat man da die ersten Kristalle. Das geht ratzfatz. Aber hier hat sich wochenlang gar nichts getan. Und die Flasche hatte ich hier da hinten hingestellt. Also so ein bisschen direktes Sonnenlicht ab und zu. Ja, weiß nicht. Jedenfalls ein bisschen Licht bekommt sie ab. Weiß nicht, ob das so wichtig dafür ist. Vorhin habe ich die Flasche mal weggenommen und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Guckt euch das an. Also, wunderschöner Kristall. Aus was auch immer für einem Material. Am liebsten würde ich den jetzt eigentlich trocken legen und mal mein Voltmessgerät ranhängen, aber auf der anderen Seite möchte ich auch mal wissen, ob der noch weiter wächst. Also werde ich ihn jetzt wahrscheinlich ein bisschen gießen mit destilliertem Wasser und werde ihn dann wieder hinstellen. Ja, aber es wäre echt cool, wenn es wirklich so einfach sein sollte, da Kristalle aus dem Nichts in Anführungszeichen. Ne? Mittlerweile wissen wir ja, dass hier rundherum, das ist nicht nichts, ne? Das ist eine Energie-Plasma, wabernde Plasmasuppe und alles Mögliche kann da sofort raus entstehen, wenn die richtigen Infos kommen. Naja, so schaut es momentan hier jedenfalls aus. Ob es wirklich so ist, ne? Da können sich die Profis mal etwas drüber Gedanken machen. Ja, aber es wäre schon cool, oder? Unser eigenes Salz dann züchten. Und in dem Moment, wo ja eigentlich die Züchtung, ne, des Kristalles eigentlich auch ein natürlicher Prozess ist, würde ich sagen, hätte man da vielleicht auch gar kein so großes Problem. Ne? Wenn da jetzt irgendwelche Gegner davon, die könnten ja jetzt anfangen zu sagen, ja, was soll denn das jetzt werden? Jetzt tut die ganze Welt, ne, sozusagen Salz züchten. Wohin denn dann damit? Ne? Dann wird ja unsere ganze schöne Natur dann versalzen, geht ja gar nicht, ne? Aber aus irgendeinem Grund rätseln die Leute ja und die Wissenschaftler immer noch, wie es denn die Erde schafft, den Salzgehalt des Meeres immer so halbwegs auf dem gleichen Level zu halten. Ne? Ja, also ich bin da ganz optimistisch. Die Zeit mit der Explosionstechnik haben wir ja so halbwegs auch überlebt, ne? Da hätte auch sonst was passieren können und vorher haben die Leute gesagt, ach du meine Güte. Ja, wäre auch beinahe schief gegangen, ne? Aber na, mal gucken, was uns jetzt bevorsteht. Ja, liebe Leute. Jetzt nehme ich mir auch mal eine kleine Pause. Das waren jetzt erstmal das letzte Video für die nächste Zeit, für die nächste unbestimmte Zeit. Ich denke, die Mission ist so halbwegs erfüllt. Auf zu neuen Aufgaben erstmal.